Hi und willkommen zurück zu Stoneblock 2 in der Bedrock Edition. Heute geht's ins End, deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Johannes! Alter, er bleibt direkt stehen, wie geil. Okay, lauf weiter. So, es ist wieder einiges passiert und wer sich jetzt fragt, warum denn jetzt schon ins End? Ich habe diese Hühnerquest komplett durchgespielt. Die war echt, ja, langwierig. Ich zeige mal ganz kurz, was hier passiert ist. Also zum einen habe ich hier ein bisschen mehr dekoriert. Hier sind ein paar mehr Büsche, ein bisschen mehr Höhlenwurz. Da kommt gleich der Endcake drauf, das ist ja auch eine Quest. Und im Großen und Ganzen bin ich nur hergegangen und habe das Chicken-Quest-Buch quasi weitergeführt. So gesehen. Und dann stand da auch drin, warte, ich kann mal ganz kurz zeigen. Look in the chicken book in the library. So, und im chicken book steht gar nichts. Das steht nämlich im Endcake book. Das ist ein bisschen dumm, deswegen muss man da das Endcake oder Endercake book nehmen. Und da ist alles beschrieben, was wir jetzt machen müssen. Und das machen wir jetzt auch. Zum einen habe ich aber auch noch die ganzen Hühner nicht übereinander gemacht, weil dann funktionieren die nicht so richtig. Vor allen Dingen kann man die dann nicht richtig rein und wieder rausnehmen. Ich habe die jetzt alle nebeneinander gemacht und ihr könnt auch bis zu 4 Hühner in einen so eine Box tun. Dann kommen viel mehr Items raus. Achtung. Da kommt ja zum Beispiel Sand raus. Glowstone. Das ist ein normales Hühnchen. Ich glaube, normale Eier brauchen wir auch. Dann haben wir hier noch einen... Ja, das sind so Spezialhühner von den Entwicklern. Hier sind auch nochmal richtig viele Hühner, da auch. Und das war echt so langwierig. Also das meiste war ja im Buch beschrieben, aber da musste man wieder ausprobieren. Dann musste man das Ei ausbrüten lassen und das dauert ja so ewig. So, jetzt aber. Wir machen erstmal den Kuchen. Das ist auch das Rezept, was wir quasi machen müssen. Genau, das Obsidian Chicken Egg, das haben wir zum Ende gebraucht. So, jetzt müssen wir das einmal craften. Da, der Endercake. Habe ich keinen Ton? Doch. Kommt jetzt hier in der Mitte drauf. Oh ja. Das war hoch, ne? Okay. So, den haben wir fertig. Das heißt, wir haben eine Quest fertig. Ach Leute, jetzt habe ich ein Endercake-Buch bekommen. Nice. Hätte man vielleicht vorher mal beschreiben sollen. Okay, wir brauchen noch Crying Obsidian 8-mal, Netherite-Block und Collect ein Ender-Chicken-Egg. Ender-Chicken-Egg bekommen wir im End. Okay, wir nehmen mal das hier mit, weil wir brauchen zum einen das. Ich bin so gespannt, das soll so krass werden. Und das hier brauchen wir auch. Weil wir haben ja auch ein Netherite-Hühnchen und wir haben ja auch ein Netherite-Seed. Deswegen hatte ich ja, ne? Und verzaubert habe ich mich auch mal. Ich habe so lange verzaubert, ne? Aber wir haben ja auch XP-Kram und sowas. So, und jetzt rein ins End. Ne, warte, ich brauche noch Blöcke. Aber irgendeine Quest war doch auch fertig, oder nicht? Hier, Main Questbook. Look at this. Complete. Claim Reward. Summon the Ender Chicken. Okay, das wollen wir jetzt eh machen. Los geht's. Alles klar. Auf ins End. Und wir werden ja nicht den Enderdrachen haben. Warum sind wir denn mittendrin? Ich glaube, wir kommen hier gar nicht raus. Ich glaube, das ist wie der Nether, oder? Das ist einfach so ein massiver Block. Ah ja. Eat a slice to teleport back. Okay, warte, dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie groß das jetzt wird, was wir hier aufbauen. Und das Ritual ist auch beschrieben. Man nimmt Obsidian, ein Diamond Block und ein Ei. Bin so gespannt. Oh mein Gott. Oh nein, was passiert? Hilfe! Ich kann das kaputt schlagen. Ja, man kann es kaputt schlagen. Warum ist das denn so groß? Ich will ja gerne ein Thumbnail machen. Wie kann ich denn jetzt ein cooles Thumbnail machen? Kann mich hochstecken? Thumbnail machen, Windows-Version. Aber echt geil. Ja, hat gut funktioniert. Ja, gut, ne? Warte mal, erstmal kurz einen Apfel. Ich habe extra einen Bogen gemacht, weil ich dachte, das fliegt da rum. Aber das läuft ja nur hier rum. Chaos Theory complete. Ender Chicken Feather und ein Ender Chicken Egg. Ach so, das ist ein Ender Chicken Egg. Okay. Nächstes Ding ist einfach. Alter, habe ich viele Blöcke jetzt, ne? Das nächste Ding. Wir müssen Hauptquestbuch nehmen. Current Quest. Normal. Craft a single piece of Bedrock. Ich glaube, das war eins der Main Quests, ne? Weil Bedrock hat sich jetzt wieder in den anderen Dingern hier. Ah, das ist auch complete, warte. You have completed all the chicken quests in Stoneblock 2. Well done. Oh ja, das. Aber Chicken Quest Buch war echt kacke. Vor allem, weil man ja auch nicht die ganzen Kombinationen. Ein paar hat man eben aus dem Buch bekommen, aber das meiste hat man halt nicht aus dem Buch bekommen. Das war total weird. Okay, warte, wir sollen jetzt ein Bedrock-Gedöns machen und in dem anderen Buch, Magical Quest Tome, sollen wir auch irgendwas Bedrock-mäßiges machen? Collect Bedrock Dust. Achso, the seed requires some magical feathers to craft. You can only obtain the Ender Chicken and the Chaos Chicken. Okay, ich würde sagen, wir machen noch das Chaos Chicken, oder? Auch schon vorbereitet. Oh, habe ich jetzt 2 Eier bekommen? Achso, einmal als Belohnung. Ah, ja, ja, ja. Oh, das leuchtet ja. Geil. Oh nein. Es ist einfach wie so ein Kackei. Och Mann, ich habe nichts, wo das drauffallen kann, glaube ich, ne? Ich brauche eine Fackel oder so.
Aber wie war das denn? Ich habe doch ein Buch gehabt. Ender Cake, wo bist du? Hier. Drop an Ender Chicken Egg. Drop an Ender... Achso, einfach nur fallen lassen. Cool. Eine Fackel. Gehen wir wieder zurück. Aber an sich ist das Modpack schon cool. Klar hat es ein paar Bugs gehabt, auch mit dem Bedrock Chicken. Nicht Bedrock. Blackstone Chicken und so, das hat nicht ganz funktioniert. Aber an sich schon cool. So, und jetzt kommt das Chaos Chicken. Ah, jetzt kann ich noch niemals mehr hoch. Oh, das ist so blöd, ne? Oh mein Gott. Warte. Warte. Windows G. Ach, halt doch dein Maul. Ich kann keine guten Thumbnails machen in der Version. Gibt's da ein anderes Programm für? Jetzt hör doch mal auf. Oh mein Gott, bin gleich tot. Ich muss mal ganz kurz hier rein. Oh, der kommt hier durch. Okay, draufhalten, Apfelheld. Was er verspricht. Gut, dass ich ihn bekommen habe als Questbelohnung. Chaos Chicken, halb down. Okay, 3 Herz noch Überschuss. Jetzt geht's gerade, aber ich kann kein Thumbnail machen, leider. Chaos Chicken. Oh, fast gleich tot. Oh mein Gott. Oh, mein Gott, Hilfe. Okay, da haben wir das Ding erledigt. Was haben wir bekommen? Hallo? Hallo Spiel, wo ist denn der Loot? Ja, kein Loot. Ich habe mal hier ein bisschen rumgeguckt gerade, aber hier ist nirgends so Loot, ne? Sollten wir den Loot bekommen oder bekommen wir alles über das Questbuch? Federn vom Ender Chicken and the Chaos Chicken. Also von beiden bekommen wir Federn. Ah, das wird aber blöd, ne? Ah, Peter, richtiger Vollhorst wieder. Hier sind doch die Federn. Oh Mann, ey. Und jetzt brauche ich... Bedrock Seeds. Ah. Da muss ich noch einmal dieses komische Chicken machen, ne? 8 Diamanten. Bräuchte eigentlich 9. Aber wir haben doch einen Diamanten-Chicken, oder nicht? Wo bist du, Diamanten-Chicken? Wo bist du? Ah ja, 7 Stück. Chillig. Können wir das einmal umcraften? Also 4 würden einen Block geben. Aber ich glaube, 4 bekommen wir nicht hin, ne? Von diesen anderen. 10. Ne, bekommen 2 hin. Ich meine, dann braten wir davon jetzt einen und dann haben wir auch einen Block. Also alles gut. Aber schon witzig, ohne Witz. Okay, jetzt haben wir 7 Federn. Cool. Dann ist doch bestimmt gerade eine weggegangen, oder? Dann brauchen wir hier so ein Spezialseed noch. Ich glaube, die hatten wir in der Essenzkiste. Da, Elemental Seed. Und dann können wir den Bedrock Seed machen. Packen wir den jetzt in so ein Ding. Warum kann ich da denn nichts reinpacken? Das ist kaputt. Warte, machen wir andersrum. Raus mit dir. Nee, raus mit dir. Ja, rein mit dir. Ah, Shift-Rechtsklick hat funktioniert. Okay, jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch warten, bis da genug bei rumkommt. Das ist Emerald übrigens, da kommen auch immer Seeds raus. Und die Anlage hätte man eigentlich auch mal größer bauen können, ne? Wir hatten so viele krasse Sachen, die waren aber im Nachhinein gar nicht mehr nötig so direkt. Also man kann das Spiel schon mit relativ wenig Platz, relativ wenig Fläche schon irgendwo durchspielen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er hier 4-mal gewachsen ist oder so. Cool. Endlich fertig. Hat jetzt so, keine Ahnung, 10 Minuten gedauert oder so. Quest erledigt. Bedrocked. Bedrocked. Okay, warum? Okay, Magical Quest Home. Claim. Magical Quest Home. Complete the Magical Quest Home in Stormlock 2. Well done. Okay, warte, und jetzt haben wir. Craft a single piece of Bedrock. Okay, machen wir. Oh. Das ist einfach so gefährlich, ne? Den kannst du überall hinstellen und dann kriegst du ihn nie mehr weg. Ultimate Stone Block. Complete check your Questbook. Ah, das war unser Ziel. Und wir haben einen Nähtaster bekommen, den wir hier gar nicht aufbauen können, weil wir keine Verbindung nach oben haben, ne? So, warte, wir haben einen Bedrock. Quest Home. Ah ja, genau. Das eine ist ready. Well done. Und das ist... Oh! All through exact location is yet to... Achso. 600, 600 ist ein mysteriöser Altar. Aha. Ungefähr war 600, 600. Hä? Aber wir haben gar keine Koordinaten, du. Hä? Man konnte vorher auswählen, ob man Koordinaten angezeigt werden kriegen möchte oder nicht. Aber mit 600 mal 600 kann ich nichts anfangen, oder? Oder gibt es hier noch ein Geheimnis? Schwierig. Weiß ja noch nicht mal, bei welcher Location ich hier bin. Das machen wir mal ganz kurz anders. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das so zu machen. Wir müssen... Was ist das? Press to start. Ich glaube, Default ist auch, dass man die Position sieht, oben links, wie man sehen kann. Beziehungsweise unter meiner Webcam ist gerade die Position. Ich kann das mal ganz kurz nochmal zeigen hier. So, also da ist die Position, das kann man sich im Vorfeld anzeigen lassen. Ich hatte das nur, glaube ich, ausgemacht, weil ich die Zahl da oben blöd fand. Und deswegen gehen wir jetzt her und sagen, press to start und gucken uns mal an, wo das ist.
Damit wir überhaupt in irgendeine Richtung wissen, wo wir hin müssen. So, ich habe noch was herausgefunden. Ich kann ja hergehen und hier einfach, wenn man hier die Sachen entsperrt, kann man hier nach unten scrollen, Achtung. Und da dann Schau-Coordinates machen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und wir haben diesen mysteriösen Tempel gefunden. So sieht jetzt aus. Und was sollen wir da machen? Wir haben da irgendwo eine Quest noch, ne? Well done. Ne, dann nicht. Hier. Ah, well done on completing all of the quests von Zomrock. Achso, wir sind komplett durch jetzt. Aber was kann ich denn hier noch machen? Kann ich da irgendwie noch einen Netastar drauf tun oder so? Nee. Soll ich da einen Badrock drauf platzieren? Stimmt nicht, oder? Ärgerlich. Okay, es gibt hier noch eine Aufgabe. Und zwar kann man eins dieser Items auf den Altar legen und dann passiert irgendwas. Probieren wir aus. Ich habe jetzt einen Double Compressed Cobblestone. Oh, das sieht aber geil aus, warte. Windows-Taste G. Oder muss ich alle Sachen einmal drauf haben? Das haben wir in der Base, das auch. Ender Chicken Egg, Purple Block, Bedrock. Okay, alles am Start. Compressed, oxidiert, Diamond, Netherit, das Ei, dann der Purple Block und dann Bedrock. Cool. Schön, dass ich brenne. Oha. Die Vault Door. Oha. Haufen Chance-Cubes, Öl, Totem of Undying, noch mehr Hardcube-Sachen, Diamantenblöcke, Netherit-Blöcke. Hier sind auch nochmal einige drin, Enchanted Apple. Auf jeden Fall ein sehr gutes Versteck. Warte, ich mach mal einen davon. Free XP, super. Aber alles in allem ein sehr cooles Modpack, gerade für die Bedrock-Edition. Wir werden jetzt erstmal wieder ein Java-Modpack spielen und dann wahrscheinlich wieder auf ein Bedrock-Pack umswitchen. Deswegen, tschüss!